Mein Name ist Manuela Ammer. Ich bin Kuratorin am Mumoka Museum Moderner Kunst. Ulrike Müller, ich bin Künstlerin und habe mit Manuela Ammer die Ausstellung, in der wir uns befinden, Das Tier in Dir, Kreaturen in und außerhalb der Mumok-Sammlung, co-kuratiert. Die Ausstellung Das Tier in Dir geht über 3 Ebenen. Es gibt wahnsinnig viel zu sehen. Wie viele Werke sind denn ausgestellt worden und wie war bei Ihnen auch die Auswahl der Werke? Es sind insgesamt um die 400 Werke zu sehen. Davon 280 in etwa aus der Sammlung des Mumok und 120 Leihgaben aus vorwiegend österreichischen Sammlungen. Also die Ausstellung hat genug Herausforderungen geborgen über die letzten Jahre. Und ich fand eigentlich, dass es ein sehr schönes Zusammentreffen von zwei Dingen ist, nämlich 60 Jahre Mumok bedeutet ja auch 60 Jahre Mumok-Sammlung. Und das bedeutet, dass ein Haus, das mit 90 Werken ungefähr gestartet ist, jetzt, da es 60 ist, mit über 10.000 Werken dasteht. Und das Tier in Dir ist eine Themenausstellung, aber es ist eine Themenausstellung, die auf dieser Sammlung basiert. Und zu feiern, dass es so eine Sammlung gibt, aus der man diese Art von Ausstellung generieren kann, ist eigentlich eher Anlass zur Freude. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt unserer Recherchen und dieser quasi archäologischen Arbeit in die Mumok-Sammlung, die wir wirklich als Material hier verwenden, und eine Sache, die uns auch überrascht hat, ist, wie viel tierische Materialien in der Kunst der letzten 100 Jahre, in der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts vorkommen, wie viel an Fellen, Knochen, anderen tierischen Eierschalen, anderen tierischen Materialien da auftauchen. Wir stehen hier im Eingangsbereich der Ausstellung, wo wir uns die Frage nach dem Tier im Haus stellen, also das Haustier, aber dann auch in Erweiterung von Hunden und Katzen und Wellensittichen als willkommenen Gästen in den Wohnungen und Häusern der Menschen, uns auch mit sogenanntem Ungeziefer, Insekten, Nagetieren auseinandersetzen, mit der Frage nach dem Fleisch, das ja auch tierischen Ursprungs ist und eine Abstraktion von Tier darstellt, wenn es auf dem Teller liegt, und darüber hinaus mit Dekorelementen, Nippes, besonders im bürgerlichen Wohnzimmer, die dann in vielen Fällen auf die Kolonialgeschichte verweisen. Die Ebenen sind miteinander verwoben, auch wenn man die Wandgestaltung sich anschaut. Vielleicht, wie war da das Konzept und wie haben Sie es da geschafft, das auch zusammenzuschnüren, diese 3 Ebenen? Also die Architektur wurde gemeinsam mit Clement Breitfuß erarbeitet. Und es war ein bisschen der Versuch, ein Display zu schaffen, wo die Wände aus ihrer traditionell tragenden, im doppelten Wortsinn, Rolle herausgenommen werden und andere Funktionen auch bekommen. Es war von Anfang an eine Idee, weil es in meiner künstlerischen Arbeit Wandgestaltungen gibt und Wandmalerei gibt, dass hier auch ein Element eingeführt werden soll, das die Ausstellungsarchitektur oder die Ausstellung an sich stört und in die Rezeption interveniert. Schlussendlich entstanden sind Formen, großformatige Formen in verschiedenen Grautönen, die sich auf allen 3 Ausstellungsebenen wie Schatten über die Wände legen. Im Prozess war das tatsächlich so, dass ich mit einem Modell der Räume gearbeitet habe und mit kleinen, aus ganz einfach Tonpapier ausgeschnittenen Figuren und mit Lichtprojektionen diese Formen entwickelt habe. Konzeptuell geht es darum, vielleicht die menschliche Präsenz und Perspektive der Betrachter und Betrachterinnen im Raum zu relativieren, indem es einen suggerierten Raum außerhalb des Museums gibt und eine Logik, die nicht zugänglich ist, ein Bild, das sich nicht ganz erfassen lässt, etwas, das sich der menschlichen Kontrolle entzieht.